Ich glaube, ich spinne. Schon gegessen. Und wie groß ist jetzt das da? Naja, wir haben es ja gelernt. Wir nehmen das Lineal, legen den Nuller auf den Scheitel. Wir wollen den Winkel wissen. Da ist das der Schenkel. Legen also das Lineal auf den Schenkel. Suchen uns die Skala aus, die bei 0 anfängt. Das ist die äußere. Das ist dann genau da. Wo steht da? 60. Also ist dieser Winkel da 60 Grad. Ha! Da sieht man schon, 120 plus 60 ist, beide zusammengezählt, 180 Grad. Immer. Und wenn ich jetzt einen Winkel zeichnen will, der größer als 180 Grad ist, also ich habe da meinen Scheitel, ich zeichne da meinen Schenkel und ich möchte jetzt da einen Winkel einzeichnen, der von mir aus 240 Grad beträgt. Dann wissen wir inzwischen, einmal herüber, wenn ich das jetzt so verlängern würde, da hinüber, einmal auf die andere Seite, sind 180 Grad. Und wie viel fehlt mir jetzt noch auf 240 Grad? Na, da brauche ich nur eine Nebenrechnung machen, wenn ich es nicht im Kopf schaffe. 240 weniger 180. Da fehlen mir noch 60 Grad. Das heißt, ich habe jetzt da, also ich habe jetzt von da bis daher 180 Grad. Und jetzt muss ich da noch weitere 60 Grad nehmen. Also suche ich mir wieder die Skala, die da bei 0 anfängt. Das ist die äußere da. 10, 20, 60. Der 60er ist da. Und dann zeichne ich vom Scheitel bis zu meiner Markierung den Schenkel ein. Und jetzt habe ich da einen Winkel von 240 Grad. Ja, und was macht man, wenn man sowas messen möchte? Man denkt sich schon im Gedanken, ui, das ist mehr als wie 180 Grad. Weil 180 Grad, das wären ja, ich zeichne das jetzt mal so strichliert da ein, gell? Das wären 180 Grad. Das heißt, ich muss jetzt nur mehr diesen fehlenden Winkel messen. Also, ich lege den Nuller auf den Scheitel. Ich lege das Lineal auf den Schenkel und darf aber jetzt nicht vergessen, ich darf jetzt nicht da zählen, weil ich möchte den fehlenden Winkel haben. Also muss ich das Lineal nehmen. Das fängt da außen zum Zählen an. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Dann weiß ich also, der Teil da sind 60 Grad. Den Teil da heroben, bis daher, den brauche ich nicht mehr messen, weil das wissen wir inzwischen, das sind 180 Grad. Naja, und dann mache ich halt meine Nebenrechnung. 180 plus 60, wie viel ist denn das? Und dann wissen wir, okay, der Winkel da sind 240 Grad. So einfach funktioniert das. Ist es wirklich so einfach? Das probieren wir jetzt aus.